Ja, Ludwig Altenburg, jetzt stehen wir hier im Rietli hinten dran, ein Haufen Kinder, die etwas am Machen sind. Um was geht es hier? Ja, jetzt sind da die Kinder Aufwertungsmassnahmen, wo sie mithelfen können, also Sträucher pflanzen. Sie können Steine, kleinere Steine hinter die schöne Trockenmauer, die wir nachher sicher noch anschauen, sammeln. Holzhäufen machen, tun sie. Also sehr aktiv, viele kleine Sachen, die die Kleinsten machen können und auch viele Eltern, die die Kleinen begleiten müssen. Und das ist natürlich super, weil sie auch dann daheim sagen, ja, dort können wir auch mal noch einen einheimischen Strauch pflanzen, als da halt da die berühmten, ich sage jetzt nicht Neophyten, aber wo, halt, wo man in vielen Läden kaufen kann. Also eben auch die Jugend ein bisschen bekannt machen eben mit diesen Umweltmassnahmen und eben den kleinen Sächen, die sich in der Natur abspielen. Genau, jetzt ist ja ein grosses Thema Klima. Und da haben wir schon letztes Jahr angefangen, da kann man vom Kindergärtner bis zu den Sekschülern kann man alle die einbeziehen. Ich finde das eine tolle Sache. Das ist sicher auch nachhaltig. Jetzt sind wir hier auf Seefelboden hinten dran. Gell? Also du stehst jetzt vielleicht gerade noch Buchs, aber hinten dran ist Seewelle. Aber Buchser steuern auch einen namhaften Beitrag dazu bei. Ja, wir haben das sehr frühzeitig hat uns der Jörg Meder informiert und die Naturschutzkommission hat das ganze Projekt angeschaut und natürlich dann auch die Empfehlung und das Geschäft für den Stadtrat vorbereitet. Und der Stadtrat hat dann auch einen grossen Beitrag gesprochen, was mich sehr gefreut hat. Es war Weihnachten, die letzte Sitzung vom Stadtrat letztes Jahr gewesen. Also ein Weihnachtsgeschenk sicher da gemacht für Bevölkerung. Und was hat das mit dem Jörg Meder und der Schule Vivante zu tun? Sie haben das Projekt aufgeleistet aufgrund von der Schüler, die da hinten scheinbar Pause gemacht haben und dann gesehen, dass es frisch hat und haben das in die Schule getragen. Und so ist das entstanden. Haben sie gesagt, ja, da könnte man etwas machen. Die Naturschutzkommission Buchs hat das schon vor Jahren einmal eine Aufwertung machen, aber man ist hier mit dem Grundstückbesitzer noch nicht reingekommen, leider. Aber jetzt ist ein grösseres Projekt sogar entstanden. Und mit dieser Wiese, die hier noch, auch noch geplant ist, nachhaltig zu machen, findet jetzt eine gute Sache statt. Und findet auch ein bisschen mediale Beachtung. Heidi Beiler wartet schon ganz ungeduldig, bis sie hier durchlaufen kann. Ja, sie muss die noch Stiefel. Ah nein, sie hat Stiefel an. Natürlich. Ah, gut, okay. Ist ein Sumpfgebiet, er braucht Stiefel. Ja. Ja, aber müssen wir die Heidige mal noch schnell zeigen hier. Bist du begeistert? Ich bin begeistert, aber weißt, ich bin auch begeistert von unserem schönen Naturgebiet, wo ich wohne. Genau. Mein Garten, solltest du mal sehen. Ah ja, das glaube ich dir. Aber gell, Heidi, wenn wir so hätten können in die Schule gehen können, dann wäre auch noch etwas für uns gewesen, nicht? Ja, das wäre etwas gewesen für uns. Auf jeden Fall. Gell? Ja. Jörg, heute noch hier beim Rietli und wo gehst du her? In einer Woche bin ich bereits in Malawi. Ich begleite dort wieder Aufforschungsprojekte, begleite es beurteilen. Wir haben angefangen 2012 und danach wird das weitere Projekt aufgeleistet. Und die Arbeit freut mich sehr, die Einheimischen zu motivieren. Es soll ihr Projekt sein, nicht das von den Weissen. Aber es ist dringend nötig, denn die Hügel sind kahl. Und es braucht unbedingt wieder Bewaldung, dass der Wasserhaushalt, die Erosion und all das in den Griff bekommen wird. Ich bin sehr froh, dass ich hier einen ganz tollen Partner habe, Einheimische, Malawier, die das mittragen. Einer hat mir letztens geschrieben, jetzt bin ich auch Förster und ich finde das ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig. Und was geht so in dir ab? Schön, dass du hier bei diesen Schülern bist, so in dieser heilen Welt, die dort unten natürlich nicht ist. Also ich finde das ganz ein tolles Projekt, wo die Schüler integriert werden und angeleitet werden, zu verstehen, was in der Natur passiert, indem sie Mauern bauen, indem sie pflanzen, indem sie diesen Pflanzen Sorge haben, indem sie wirklich auch versuchen, zu verstehen, warum es Übergangszonen braucht, warum es ökologische Nischen braucht, um unsere Landschaft zu erhalten, auch für ein Nachkommen. Maman Margot, elle mange des crayons d'Eliott, des crayons de couleur, du coup, elle a la bouche toute jaune, toute rouge. D'accord. Was macht ihr da? Ich versuche alles. Sind ihr Steinmetz? Der Hansi Kopp-Diener ist mit deinen
Schülerinnen und Schüler, ist so dran, was geht da ab? Genau, wir haben jetzt hier den Waldrand aufgewertet. Das ist hinter der Trockenmauer und hinter dem Gesamtprojekt. Also wir wollen hier Feuchtfläche noch stellen. Jetzt haben wir mit Grabus zusammen den Waldrand zurückgestuft und tun jetzt den mit Heckensträuchern. Es sind etwa 15 oder 20 verschiedene Arten von Heckensträuchern, die jetzt hier gepflanzt werden. Es schmeckt lautstark nach Bärlauch, gell? Irgendwie. Genau, genau. Wie ist mit der Motivation der Schülerinnen und Schüler? Ja, die ist sehr hoch. Also wir sind von Anfang an eigentlich in das Gesamtprojekt haben wir die Schüler mit einbezogen. Wir waren da, gewesen, wo der Förster also Bäume gezeichnet hat, ist eine Gruppe involviert gewesen. Wir haben es in der Schule bearbeitet, warum ist der Waldrand, so ein aufgewerteter Waldrand, wichtig, was kommt da alles. Und sind dann da, also ich denke, wenn man die Schüler aktiv einbeziehen kann, ist die Motivation viel höher. Also es ist in der Schule einerseits so der theoretische Teil, aber gleichzeitig ist es immer in einer Verbindung mit der Praxis. Also etwas Gutes zu tun, etwas Schönes zu tun. Ist das Projekt von dir und von der Lehrer gekommen, oder haben die Schüler da eine Pause gemacht? Also es ist ja, das Projekt ist da, das ist ja das Rietli, das sind genau. Da 3,5 Hektar, wo früher eigentlich ein Moor war. Im Zug von der Melioration hat man dann das entwässert. Und wir wollen jetzt eigentlich wieder eine Rückführung machen. Wir haben hier 3,5 Hektar Riet, also ehemaliges Riet, das hat man dann meloriert und dann landwirtschaftlich, also intensiv landwirtschaftlich genutzt. Und wir wollen eigentlich wieder eine Rückführung machen. Wir tun hier wieder das Wasser rein. Dann ist das Werbfohlen an dem, also wir haben dann eine Feuchtfläche, 3,5 Hektar Feuchtfläche. Und dann eigentlich gerade anschliessend an die Feuchtfläche ist ein Trockenstandort. Das ist ein südost exponierter Hang. Und dort war eine eingewachsene Trockenmauer, die stellen wir jetzt wieder auf. Und hinter dieser Trockenmauer ist dann der Wald. Und dort hat man dann zurückgeschnitten. 25 Meter hat man den Hochstämme rausgenommen und dort tun wir jetzt mit einem Strauchgürtel. Und so gibt es eben drei Etappen, gell? Da könnte man natürlich noch lange darüber erzählen. Also das ist jetzt erst die erste genau, Etappe. Also genau. Jetzt haben wir die Trockenmauer und den Waldrand. Genau. Und das ist eben auch für eine ganz grosse Vielfalt an Tieren. Also für die Vögel sind Sträucher. Weißt du, was bedeutet das denn für die Schule? Ja, was heißt bedeutet, also es ist der Lehrplan 21, das sind genau. Ja ganz viele Themen, oder? Also wir haben die ganzen Ökosysteme, die wir machen, es ist der ganze Biologieunterricht drin, wir machen eine Homepage, dann haben wir noch die Informatik drin, die Homepage tun wir füllen mit Wissen, also man tut das ganze Wissen über das Ökotop aufarbeiten. Also eigentlich Anschauungsunterricht quasi vor der Haustür. Ja, ja, vor der Haustür und gleichzeitig, und das ist ja das Schöne, wir tun die Welt aktiv mitgestalten. Ja. Also das gibt einen wunderbaren Icke hier, der jetzt auch gefördert wird vom Kanton, von der Stadt Buchs, von Sevelen, von verschiedenen Stiftungen gefördert wird. Und jetzt haben wir ja also auch mit der Klima, mit diesen Klimademonstrationen merken wir, dass eigentlich die ganzen ökologischen Themen wieder einen Schwung überkommt bei den jungen Leuten. Und eigentlich auf diese Welle sind wir jetzt wieder aufgesprungen. Also das heisst, die Kinder lernen früh oder können aktiv eigentlich eine schöne Umgebung gestalten. Und das ist auch ein Naherholungsgebiet. Also das wird, auch für die Menschen wird das ein wunderschöner Ort. Hey, wie geht denn da ab? Was geht da ab? Ja, wir müssen eine Kette Wasserschlepperei. Was machen wir? Eine Kette Wasserschlepperei. Nein. Was machen wir jetzt hier? Wir gießen jetzt hier die Pflanzen, gießen, dass noch bis am Montag die Türen heben, oder? Ja. Weil sonst ja, sehen wir dann halt aus, müssen wir wieder neu posten. Bist du Lehrer in der Schule Vivante? Nein. Ha. Du bist Fachmann? Ich bin Gärtner. Gärtner, super. Genau. Ja. Und Schüler, motiviert? Ja, bis jetzt? Ja, sehr motiviert. Hä? Sehr motiviert. Sehr. Ja, wenn wir nicht nass werden, ja. Also, sie haben den Spass daran. So, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Und jetzt, um was geht es so? Jetzt Achtung. Jetzt kommt ein Kessel hier. Aber nicht viel, Can. Ja, warte, aber die Platte können wir wegnehmen, gell? So, schau, jetzt tun wir das weg. Nach der Waldrandaufwertung oder das Totholz, die tut man aufschichten, dass es Unterschlüpfe gibt für Vögel und Insekten.
Und hier in diesem Teil haben jetzt die Schüler unten dran Kammern gemacht. Also das zum Beispiel das Wieseli, Hermelin, Igel, eigentlich Unterschlupf. Also dort auf der Höhe der Steine? Genau, dort hat es überall Öffnungen, wo sie sich dann rein können verkriechen können. Drin haben sie eine Aufzuchtskammer gemacht. Ja, genau. Und obendrauf hat man sie mit Totholz zugedeckt. Und das gibt auch wieder einen Lebensraum für Vögel, für Insekten. Genau. Du, jetzt hier daneben, das sind das alles Schülerinnen da? Genau, das sind Schüler. Gell? Ja, das ist eine Mutter. Also hey, wir Marie, denkt sich ein bisschen Mutter. Tag dort, sind die Eltern noch dabei. Und du, das Mama. Sind jetzt Mama, bist du freiwillig gekommen, Mama? Ja, sicher. Ja, hey, hallo? Ich höre das mit der Schule, wie wollen die dazu, gell? Dass man mitschafft, die Elternarbeit. Das ist richtig schön, dass wir dürfen mitschaffen. Hoi, hoi. Achtung, schnell, und jetzt, was machst du? Jetzt tun wir hier gießen und zu. Decken wieder, weil die hier müssen wir auch noch. Die werden dann mächtig gepflanzt. Dass der Umwelt. Dass sie. Und dann wachsen wir richtig in einen Lehrerberuf. Da schauen alle drin und wissen es besser, nicht? Nein, Lehrer wissen es ja nicht immer besser. Wenn du willst, dass Mama mitkommt? Ja. Und? Bist du zufrieden mit ihr? Ja. Kann man daneben stehen, sie ein bisschen arbeiten lassen? Ja. Zeigt sie Einsatz? Ja. Gell, hör zu. Kann schon sagen. So. Achtung, schnell, Welli hat noch nicht zu gut, jetzt muss man zudecken. Ja, warte. Was ist das? Was machst du? Ich pflanze hier und ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, ja, machst du lieber das oder machst du lieber Schule? Schule und das. Ja. Beides. Und was fasziniert dich hier? Pflanzen. Das ist dein Ding? Und Mauer. Echt? Und Bagger fahren. Oh, könntest du schon mal Bagger fahren? Ja. Das ist super, hä? Und, hat's geklappt? Ja. Aber ist schwierig, oder? Ja, geht so. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Mit ihm? Ja. Aber du könntest es schon richtig, meinst du? Ja, ich kann es schon. Ich habe es schon mal gemacht. Also, okay. Du bist Schülerin hier, der Schule Vivanti, gell? Und du bist Wieseli-Spezialistin, oder? Was bist du? Ja, wir haben alle in der Schule ein Thema auswählen. Und ich habe dann Wieseli genommen. Und ja, dann haben wir einfach immer recherchiert. Und wir haben jetzt, Wieseli brauchen sehr viel, das leben könnt. Und wir haben jetzt einen Bau bauen. Da wird einer. Ja, genau. Da können wir mal, ich weiss wo, da hinten dran, gell? Ja. Unter dem Rotthaufen dort, ja. Ja. Und dort hat es eine Aufzuchtkamera. Da ist, wie man, dort tut man auch Babys gebären und das aufziehen. Tun ihr das begleiten, das? Also, weißt, könnt ihr denn auch schauen? Ja, man könnte theoretisch eine Kamera aufstellen draussen dran. Ja. Und dann sieht man auch, wie es rein und raus geht, wenn wir hoffen. Ja, genau. Aber man sollte es nicht zu fest stören, weil es das Ganze wieder. Du, was denkst du, so kommt man nicht mal spontan ins Sinn, jetzt macht man alles für Wieseli, für Tier, für Natur. Macht man für uns Menschen auch so viel, wie wir es so für Tier machen? Oder würden wir uns etwas auch mehr wünschen? Dass wir uns auch so Spezialkamera machen, uns so pflegen und so weiter. Haben ihr euch so Gedanken auch schon gemacht? Eigentlich nicht, aber ich denke, wir pflegen uns ja schon eigentlich sehr gut. Wir haben ja eigentlich schon sehr viel. Und ja. Das heisst, jetzt haben das Tier auch mal verdient, he? Ja. Warum jetzt gerade Wieseli? Ich habe es sehr herzig gefunden. Und dann hat es mich halt interessiert. Und gell, Wieseli sind keine Marder? Nein, also es sind Artmarder, aber es sind keine Marder. Hast du ein Wieseli, Marder, die rumkriechen vom Dachgeschoss oder im Auto rumkriechen? Nein, oder? Aber in unserem Wald oben gibt es auch Marder. Also Wieseli gibt es da. Also hast du ja kennt, gell? Ja. Natürlich sehr interessant, wenn das probieren, die jetzt beobachten, auch dokumentieren, vielleicht Kamera aufstellen. Ja, das ist sicher interessant. Also in welchem Zeitraum denkst du, wäre das möglich? Also dann schon dieses Jahr? Ja, also ich hoffe es. Also ich hoffe, dass das Jahr schon kommt. Weil wir haben jetzt schon alle 5 Bau fertig, also Häuser. Und dann hoffe ich, dass sie jetzt kommen und die Kameras sind ja, kann man ja aufstellen. Ja. Du bist in der Schule Vivanti, in der Oberstufe. Was ist so dein Berufsziel nachher? Ich will FMS studieren und nachher wahrscheinlich Medizin. Ja, okay. SMS verstehst du? FMS, oder? FMS, ja. Ja, also das heisst, du musst gleich Matura machen, gell? Passerelle, sonst kannst du Medizin studieren. Du möchtest jetzt Matura machen und Medizin nachher. Ja. Oder irgendwie pharmazeutische Medizin. Genau, einfach mit Gesundheit genau. Etwas. Und das ist locker möglich, gell? Aus der Schule Vivanti? Ja. Wir werden fest unterstützt. So, Patrick Rick, jetzt haben wir hier Kinder einen Stein gespalten. Ja, schaut, kommt gut. Wo könnt ihr? Sie haben gespalten. Echt? Echt? Die Kinder haben das eingekriegt? Ihr müsst hier, euch dürfen es zeigen, oder? Nee.
Ja, klar. Wie hast du den gespalten? Erzähl mal. Zuerst haben wir doch den Stein mal angeschaut, mhm, gell? Und haben gesehen, dass er dort schon... Tun Sie ja sagen. Musst du noch das Mikrofon herheben, dann hören wir alles, gell? Ganz einen feinen Spalt drin gehabt. Ja. Weißt du, jetzt haben wir den dazwischen war, haben wir jetzt eben schon aufgebracht zum Mauern. Genau, ja. Und mit ganz wenig, wir gehen nicht an so viel, müssen klopfen, gell? Aber überall immer müssen ein bisschen Steine klopfen. Und dann auf das Mal in der Rande stöhnt. Und dann haben wir gesehen, jetzt geht er auf. Und gell, da muss man mir sagen, das ist auch ein Steinmetz zum Beispiel, um etwas anderes zu sagen, ist auch ein Beruf für Mädchen, gibt es sehr oft auch, gell? Ja, sicher auch, ja. Ja. Wie ist es da die Arbeit mit den Kind für dich? Ja, die ist sensationell. Ja. Das ist Nachhaltigkeit. Genau, jetzt muss das Mikrofon ein bisschen näher herheben. Das ist so Nachhaltigkeit, ja. Genau, also das heisst, das ist etwas, was dich auch jetzt in deinem Beruf motiviert, ja? Ja, natürlich, ja, natürlich. Dann ist das ja ganz, ganz schwierig. Du musst dann genau sagen, wo man muss spalten, damit es wieder herpasst. Also, da braucht es dann schon der Fachmann, gell? Ja, und ist aber, ich muss sagen, mit der Schule Vivanti, das ist jetzt seit bald 20 Jahren, arbeite ich mir alle wieder so miteinander. Genau. Mit den Kindern. Und nicht einfach für die Kinder etwas machen, sondern wirklich mit den Kindern. Ja. Und gell, jetzt auch zum Teil ganz klein in der Hand. Schau mal, hat schon den Hammer wieder in der Hand. So. Also die sind echt voll motiviert. Hoi. Und natürlich die Schutzbrillen ist wichtig, gell? Damit auch nichts passiert, oder? Dann tust du mal das Mikrofon heben. Wieso? Ja, weil so. Er ist jetzt mit dir am Reden. Ja, du, hey, willst du, wie hat es dir gefallen, das Steinklopfen? Gut. Ist es gefährlich gewesen? Nein. Also, solange du die Finger nicht rein hast, nicht. Und dann haben wir auch, du hast dich auch geschützt, oder? Ja, genau. Du hast eine Schutzbrille an. Ja. Bist du selber ein bisschen überrascht, dass der Stein gerade so ringabrankheit ist? Ja. Gell? Also bei der ersten Hälfte schon, bei der zweiten ist der auch nicht so ring gegangen. Ja, aha. Und du, das Mädchen, gib mir mal schnell, wie hast du es gehabt? Es ist gut gewesen. Ist gut gegangen? Mhm. Ist es eine schwere Arbeit, oder? Weißt, muss man aufpassen auf die Finger. Ja. Echt? Und dann hast du draufgeklockt am richtigen Ort und zack, aber anders gewesen. Also nein, es hat schon ein bisschen Zeit gebraucht. Ja. Ist aber auch ein Stolz, wenn man so etwas eingekriegt hat. Ja. Yeah. Was ist jetzt für dich der Unterschied zur Schule und dem, was du hier machst? Es ist einfach manchmal ein bisschen kühler als in der Schule, weil dort ist es meistens langweilig. Aber da ist auch Schule für aussen, gell? Gell? Ja. Yeah. Genau, dann müssen wir immer sagen, es ist eine angewandte Schule, gell? Genau. Wir zwei, wir hätten uns das auch gewünscht. Mehr ein bisschen so angewandte sicher, Schule, ja? Sicher. Das ist die Kamera von Schule Vivanti, gell? Ja. Ihr macht einen Film? Also, Film ist ein bisschen übertrieben, aber... Ja, aber wir haben doch einen Regisseur hier. Wir machen dann, wenn wir eine Bildungsreise machen, machen wir danach immer einen Film. Genau. Für jede Bildungsreise nehmen wir eine oder zwei Kameras mit. Das Mikrofon haben wir... Eins, das wir hier oben drauf tun. Das ist perfekt, ja. Dann nehmen wir noch das hier. Wie jetzt? Zeig noch wo. Hast du noch einmal? Das hier. Ah, so. Ja, genau. Aber hier machen... Wir haben immer zwei Kameras dabei. Jawohl. Und eine nehmen wir immer im Hotel. Und eine nehmen wir immer mit auf jeden Ausflug. Damit wir auch immer können, ein bisschen filmen können. Wenn wir etwas Gutes sehen können, filmen oder mit Dynamics das Krawattenmikrofon immer an der Person anmachen. Genau. Damit wir auch reden können, ohne das Mikrofon eigentlich zu brauchen. Das machen wir eigentlich auch. Wir schauen immer, dass wir beide Mikrofone haben. Und das nehmen wir noch als Sprachmikrofon auch noch mit. Super. Damit und dann habt ihr eine Regisseurin, gell? Gab in eurer Reihe. Also, Regisseurin, ja, genau. Ich habe das Wort einfach nicht. Ja, da muss man nicht können. Wir wissen, was wir meinen, gell? Ja. Wir tun uns immer vor der Bildungsreise absprechen, wer was macht, ja. Wer der Regisseur ist oder die Regisseurin oder wer der Leiter ist. Ja. Und wir machen auch immer ab, zum Beispiel, ich bin jetzt der Kameramann. Jawohl. Und filme. Und vorher war es Veronika. Genau. Und wir tun uns immer abwechseln. Wäre das ein Beruf für dich, so etwas Steinmetz, oder? Nein! Was meinst du? Ich weiss es nicht. Aber ich glaube, du bist schon fasziniert, gell? Wenn andere Pause machen, machst du da noch weiter, gell? Nein! Ja. Ist es streng? Tut der ja, Teil schon, weh? Ja, weil du musst ja eigentlich immer da du musst eigentlich so immer wie heißt? Heben zuerst, gell? Ja. Ah ja, oh, ja genau. Heben, dass es
Und dann musst du halt mit einem schweren Hammer. Ja, ja, genau. Wo sollst du reinheben, wo aber mega streng ist eigentlich. Ja. Ich sehe es, ich sehe es. Ich glaube, ich lieber filmen als da schlagen. Oh, und auf die Finger musst du aufpassen. Mama mia, du! Hast du keinen Hammer auf die Finger geschlagen? Heute nicht. Aber auch schon? Ja. Ja, Schule Vivante, gell, bindet jetzt alle Fette rein. Auch Ingenieure von der Hilti. Wie war es für dich so, gewesen, die Steine umzutragen? Ja, super cool. Mal was anderes als am Schreibtisch sitzen. Aber streng, gell? Ja, Rücken tut schon weh. Und brauche ich jetzt schon einen Kaffee. Aber natürlich für dich jetzt auch ein Zeichen, dass auch die Schüler natürlich gerne aus der Schulstube rausgehen und hier etwas machen in der Realität. Da hast du selber im eigenen Leben zu erfahren, dass eine ganz andere Erfahrung ist natürlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Man lernt was anderes. Es ist nicht nur Bücher, wo man was liest in der Theorie. Da sieht man es, da probiert man was aus, da kriegt man Anleitungen, was man wie macht, dann probiert man es anders und sieht auch wirklich am Schluss, dass man was geschafft hat. Ein Ingenieur, so wie man es ursprünglich mal gelernt hat, an und für sich, oder? Ja, aber das ist schon Jahrhunderte her, oder? Ja, also eben back to the roots, he? Ja, in dem Sinn schon, ja. Diskutiert man so gerne eher darüber, schüttet man es zu, weil es kümmert sich niemand darum, es wird praktisch nicht gross genutzt. Und das sind halt dann schon, also es ist schade ums Geld, das ist ja, umgekehrt dann aber auch schade natürlich um den Natur, den Lebensraum, der über die Jahre halt dann auch wieder degradiert und nicht mehr das bietet, wo er das Potenzial, das er einmal hatte, ist einfach nicht mehr. Ja. Ursula Wunder, was machst denn du hier auf fast Buchserboden? Ja, fast. Also das Training bin etwa einen Meter vom Seeflerboden. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier da bin. Die Schule Vivante hat ein ganz grossartiges Projekt ins Leben gerufen, wo eine Renaturierung ansteht von dem ganzen Gebiet hier. Angefangen mit der ersten Etappe, die man hier gerade hinter uns sieht, mit der Truchenmauer. Die, wie du jetzt das schon so ein bisschen angetönt hast, nämlich auf Seeflerboden steht. Ich habe das auch nicht gewusst, bis ich dann bei uns einmal Karten angeschaut habe und gemerkt habe, hey, die Linie die geht ja wirklich so weit runter bis Buchs, respektive bis eben da hinten zu Gola Vivante. Und da ist jetzt das grossartige Projekt, das heute die öffentliche Einweihung findet mit der Truchenmauer, die hier gebaut wird von Profis, aber gleichzeitig mit ganz, ganz viel Unterstützung von den Schülerinnen und Schülern von der Schule Vivante. Schule, gell, wie es eigentlich sein sollte, gell? Du als Dozentin natürlich an der PH, gell? Also aus meiner Sicht, mein Herz geht da über. Ich finde das ganz grossartig, dass da die Möglichkeit für so wirklich projektorientierten Unterricht, stufenübergreifend, fächerübergreifend, handlungsorientiert, entdeckend, forschend zu lernen, bietend auch in späterer Hinsicht. Also, wie gesagt, dass ich. Und gell, wenn man will, dann könnte man das in vielen Orten machen. Also, ich sage es als Lehrer ja auch. Ja, also können tut man sicher an vielen Orten, aber was man einfach auch schon muss sagen ist, also da gehört einfach ein riesiges Engagement dazu, wo ich nicht sagen möchte, das haben die Lehrer grundsätzlich nicht, aber du musst dann auch das Zeitgefäß auch haben, um das sowohl privat, weil das musst du privat mittragen, also das, so etwas kannst du nicht mehr einfach nur noch über Schulzeit abdecken als Lehrperson, rein von der Organisation her. Also ich glaube, da muss ganz, ganz viel Feuer und dann auch die Möglichkeit, um dem Feuer Raum zu geben, muss da sein. Und von dem her sage ich, es ist sicher möglich, aber ich glaube, da sind jetzt einfach ganz viele optimale Faktoren zusammengekommen, die das Projekt so schnell ermöglicht haben. Ursprünglich war das ja ein Moor, darum heisst es ja auch Rietli. Genau. Und dann hat man das im Zug der Melioration hat man den Drainage gesetzt und das wird jetzt intensiv wieder ist jetzt in der intensivlandwirtschaftlichen Nutzung. Aber man sieht es, gestern hat es geregnet und dann bilden sich sofort wieder Tümpel. Und unser Gedanke ist jetzt, dass man das aus dieser Intensivnutzung rausnimmt, dass man es zwar in der landwirtschaftlichen Nutzung reinlässt, Und dann gibt es Streuwiese. Genau, ja. Und dann gibt es eine Streuwiese, die dann der Bauer einmal pro Jahr mehr. Oh, und dann hat es hinten noch ein Krustloch anscheinend. Ja, also wenn man den hinten schaut, oder, das ist, jetzt sieht man das ganze Projektgebiet. Ja. Und in der Mitte jetzt noch so eine leichte Erhebung. Dort haben sie bis ins 62, hat dort gemeint, Buchs oder die Region. Also es ist da hinten? Es ist eigentlich dort hinten. Aha. Oder jetzt sieht man das Auto, jetzt oder der Bus dort jetzt fährt, jetzt auf dieser Höhe vom Bus. Ah, wo der Bus jetzt ist, genau. Dort ist das Krustloch. Hoi, hoi. Dort da. Und dort tut jetzt die Stadt Buchs, muss jetzt im 19. Abklärungen machen, also muss die Krustlöcher untersuchen. Jawohl.
Und das beeinflusst im Moment noch das Projekt. Also wir müssen jetzt die Abklärungen abwarten, bis wir können, also das Projekt aufs Gesamtgebiet ausweiten. Also da halten wir also fest, dass ein Grustloch liegt auf der Gemeindestadt Buchs, gell? Genau. Oder? Und was wir jetzt machen, eigentlich jetzt sind wir die Etappe 1 mit dem Waldrand und der Trockenmauer und die Etappe 2 ist, dass wir jetzt hier in dem vorderen Teil, wo jetzt das Wasser ist, dass wir dort 70 Aare nochmal aufwertet, dass man dort das Wasser reinlassen kann, aber dass man das gegen das Grustloch noch abgrenzt. Und so können wir allenfalls, also wir müssen jetzt eine Eingabe im Kanton machen, er muss das prüfen. Und dann können wir eigentlich noch mit der Etappe 2 starten. Und wenn dann die Abklärungen vom Grustloch fertig sind, wollen wir dann das Projekt aufs Gesamtgebiet ausdehnen. Du Jürg, du hast da recht eingeknüllt, gell? Also, was für eine Zeitaufwand hast du es da einsetzen? Ja, ein grosser. Also gell? Die Idee war eigentlich ursprünglich nur mal, dass wir vorne beim Quellaufstoss, also es wäre gerade nur der vordere Teil, dass wir da ein Biotop macht. Ja. Und nachher habe ich das angeschaut, bin auch mit Fachleuten auf das Gebiet und dann haben wir eigentlich gesehen, dass ein Biotop allein, also dass das ganze Areal ein ganz hohes ökologisches Potenzial hat. Und dann ist der Waldrand dazu und dann hat man gesehen, dass da noch nie gewachsene Trocken war. Und so hat sich das Projekt geweitet. Aber es ist, ich muss dir sagen, es ist sofort eigentlich auf Resonanz gestossen. Also ich bin dann auf die Ortsgemeinde Buchs zu, das sind Grundeigentümer von diesem Areal. Die haben eigentlich das Projekt vor Ort einmal vorgestellt und die haben eigentlich sofort grünes Licht gegeben, um dass man da mal wirklich eine Projektierung kann machen. Und dann sind wir mit Fachleuten zusammengekommen, also Renat ist noch dabei, der Rudi Staub. Er macht eigentlich da die ganze Projektplanung. Und nachher hat man einfach viel müssen reden mit den Leuten. Also es hat verschiedene Grundeigentümer gehabt. Es ist ein Pächter, der da ist, also wo das Land bewirtschaftet. Dort hat man müssen Lösungen finden. Mit denen Projektplanung müssen machen. Man hat, ja. Aber es ist so, es gibt viel Arbeit und gleich ist es eigentlich wahnsinnig rein gegangen. Also das Projekt hat keinen Gegner gehabt. Das ist, die Leute sind sofort begeistert. Jetzt auch, das ist auch ein Naherholungsgebiet. Also die Leute, die hier spazieren, denen gefällt das, die freuen sich auf das. Und durch das, dass man es eigentlich mit der Schule verbinden könnte, oder, ist es eigentlich wie, hat man wieder bei beiden. Also man ist ein Projekt am Planen, aber kann von Anfang an eigentlich die Schüler einbeziehen. Und die sind vom ersten Moment an, ist eigentlich die Gesamtschule an dem Projekt beteiligt gewesen. Und das ist sehr schön. Es ist ein Aufwand, aber es ist eine wahnsinnig schöne Arbeit. Und man sieht jetzt auch schon das Resultat, oder wie es kommt. Wir sind super. Was ist denn das? Was ist das? Ist das Tee? Sollte gesunder Tee sein. Schnaps! Schnaps! Das ist leider ungesunder Trockenkaffee. Echt? Ja, nicht einmal Bio. Du, weißt du, dass in der Schule Vivanti so als Mama musst du mitmachen? Also bist du verpflichtet? Also verpflichtet ist auch eine Freude. Es ist sensationell, wenn man immer kann sehen, was die Kinder machen, was sie da schaffen, kreieren und dass man da ein Teil davon ist. Ich glaube, es ist ein Teil, dass man wirklich als Gemeinschaft auch zusammenwirkt und zusammenschafft. Boah, ich sehe, du möchtest gerade selber noch mal in die Schule gehen, gell? Also, wenn meine Schule so gewesen wäre, würde ich extrem gerne noch mal gehen, ja. Aber die Möglichkeit besteht ja in deinem jugendlichen Alter. Du kannst ja locker noch mal in die Schule. Ja, das ist wahr, das stimmt. Ich bilde mich auch vorzu weiter. Eben, gell? Man bleibt immer ein Schüler, man bleibt immer jung, man kann immer lernen. Das kann ich bestätigen. hallo Girl, bist du Scuola Vivente oder bist du Miss USA? Scuola Vivente. Ja, Scuola Vivente. Du hast Hunde, gell? Nein, ich habe keinen Hund, ich habe drei Katzen. Drei Katzen? Und ein Hamster. Echt? Ja. Warum bist du in der Schule Vivante? Weil es viel besser ist als auf der Stadtschule. Und auf der Stadtschule ist es einfach blöd. Und in der Schule Vivante sind die Lehrer auch viel netter zu den Schülern. Hoi, hoi. Sie... Was machst du später einmal? Ballett? Nein. Ja, du tanzt so. Das bin ich. Ich mache Ballett. Und ich mache Zumba. Zumba! Und Anna, was machst du? Was machst du? Nichts. Ja. Und du, was machst du? Steinmetz. Du machst Kampfsport, oder? Kampfsport. Du kann. Okay, doch, ich gehe alles tanzen, stimmt. Hast du vergessen, oder was? Mann, du hast aber eine Herausforderung als Mama, gell?
Das ist, ja, das ist es immer. Ist das ein hartes Leben als Schule wie Vivante Mama? Nein, ein schönes Leben. Also schaffst du gerne mit hier? Es gibt keine Hausaufgaben. Oh, super. Da wäre als Vater. Ich kann nicht betreuen. Oh, da sprichst du mir aus dem Herz als Vater. Genau, genau. Oder? Was meinst du? Was meinst du? Ich bin keine Mama für dich. Nein, aber eine Tagesmama, gell? Eine Tagesmama, genau. Ich finde es auch cool. Eben, gell? Sie kommen zufrieden heim, sie sind ausgehauen. Et tu disais donc que la pédagogie là-bas c'était génial. Qu'est-ce qui était bien? Oui, bon, il est aussi très basé sur l'individu, on peut dire. C'est pas il regarde l'enfant, il regarde quel est le potentiel de cet enfant, quelles sont les forces de cet enfant et comment on peut aider à développer ça. Ouais. Alors ça c'était super. Wie ist denn eure Schule organisiert? Also gut eigentlich. Also es ist eigentlich richtig gut organisiert. Und was ich auch richtig gut an der Schule finde, dass man so seine eigenen Projekte machen kann. Also nicht so wie so Stadtschule, normal die Schule so richtig auch eigenes machen, aber trotzdem halt dabei auch lernen, also halt trotzdem so wie Mathe und so hat. Ihr seid ja jetzt 3. bis 6. Klasse in dieser Klasse? Ich bin in der 6. Klasse. Ich bin in der 2. Oberstufe. Aha. Und noch zu der Stadtschule. Zum Beispiel alle müssen immer das Gleiche machen dort. Ich bin ja in der 3. Klasse in der Stadtschule und dann bin ich in die 4. gekommen. Also in das Gola Vivante dann, nach der Sommerferie. Und ich finde, das Gola Vivante ist viel besser und man lernt besser, weil man kann sagen, wie man lernt, aber man lernt auch. Ja. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass man so seinen Tag auch selber planen kann. So einen normalen Schultag, okay, das ist jetzt nicht so ein normaler Schultag, aber halt, wenn man so einen normalen Schultag hat, dann kann man auch selber so einplanen, wann macht man was. Also wann macht man Mathe. Und das ist ja, in der normalen Schule wird immer so vorgegeben, dann machen wir Mathe in der ersten Stunde und so. Da finde ich auch gut, dass man so auch selber so lernt, wie man sich organisiert und so. Wie viele Schüler sind denn in der Oberstufe? Oh mein Gott, da weiß ich auch nicht genau, das ist mir jetzt gepeilt. Ich glaube so 10, 12 Schüler. Eben um das herum, gell? Ja, ja um das herum. Und in der 3. bis 6. sind da etwa 10, 12 wir Schüler, sind oder? So 9 bis 11, glaube ich. Ja, ja. Ungefähr so. Ja, etwa gleich mit der Oberstufe, aber ein bisschen weniger sind wir schon. Alles in allem voll auf zufrieden mit der Schule, gell? Ja, es ist auch wegen dem Verhalten mit der Oberstufe und Primarstufe ist eigentlich sehr gut. Weil zum Beispiel in der Stadtschule wird man von den Grösseren halt gehandelt oder gemobbt. Und da ist es in der Schule wie Wente jetzt zum Beispiel nicht so. Da ist eigentlich alles gut mit dem Verhalten. Ja, und ich finde auch noch gut, man kann halt so gemischt, also wie man hier jetzt sieht. es ist halt auch so gemischt. Also klar, es gibt Trennungen, zum Beispiel, wenn man in der 3. Oberstufe ist, also da komme ich ja dann nächstes Jahr hin, dass man dort natürlich auch für den Beruf so weitermacht. Also das heisst nicht, wenn man jetzt in einem Klassenzimmer ist, dass man immer das Gleiche macht. Also es wird auch wirklich aufgeteilt, aber man macht auch verschiedene Sachen eben so in Gruppen, so wie hier.